Willkommen zurück zu Brave Frontier. Es gibt neue Einheiten. Und zwar sind das Griff, Iris und Kranz. Quasi als kurzer Überblick. Griff lohnt sich, Kranz lohnt sich, Iris ist okay für Arena. Griff ist im Prinzip ja dasselbe wie Reis vom letzten Raid-Up. Oder vom vorletzten Raid-Up, glaube ich. Er ist quasi Reis, aber kann noch ein bisschen mehr. Hat denselben Leader-Skill. Das sind halt 30 LP Angriff und LP und Angriff, so rum. 150% kritischer Schaden erhöht und die BB-Anzeige füllt sich bei kritischen Schaden um 6 bis 8, 6 bis 7. Ich guck einfach mal nach. Besser ist das. Na, die Seite will gerade irgendwie nicht laden. So, jetzt. 6 bis 8. Naja, du machst doch fast richtig. Sein Extra-Skill fügt dem BB und SBB 60% kritische Trefferrate hinzu. Außerdem füllt es für ihn persönlich nochmal 4 BC, wenn er kritisch trifft. Sein BB ist eine 14er Combo, fügt Feuer- und Wasserelement den Angriffen hinzu und erhöht den kritischen Schaden um 50%. Das Ganze mit einer 300% mit einem 300% Modifier. Sein SBB ist eine 17er Combo, fügt ebenfalls Feuer- und Wasserelement hinzu, erhöht den kritischen Schaden um 50% und erhöht die Füllrate fürs BB um 30%. Das Ganze hat einen Damage Modifier von 540%. Sein UBB ist eine 21er Combo, 1200er Damage Modifier. Erhöht den kritischen Schaden um 300% und erhöht die konvertiert 20% HP in Attack. Also auf jeden Fall ein sehr guter Crit-Leader und auch Crit-Sub-Unit kann man zum Beispiel sehr geil in Combo verwenden, indem man einfach einen Griff-Leader und einen Arthur-Leader nimmt für Dinge wie eben Frontier Hunter. Oh, machen wir weiter mit Iris. Ist eher was für die Arena, kann man natürlich auch so benutzen. Rufen wir das nochmal kurz auf, dann haben wir auch die Prozente und alles. So, die Kleine hat in ihrem Leader Skill eine hohe Chance, Schaden zu reduzieren, wenn man gardet. Also, beziehungsweise beim Bewachen. Wie es dann jetzt eingedeutscht wurde. 15% hatte ich schon gesagt, oder? Glaub schon. Greatly boost BB Guard Join Guarding. Füllt 5 BC, wenn man bewacht. Oder eben gardet. Und eine 20% Chance, den genommenen Schaden um 20% zu reduzieren. Ihr Extra-Skill ist plus 1 zum Hit-Count. Also erhöht die normale Trefferanzahl. Das macht sie quasi dann auch so gut für Arena. Das BB wäre eine 12er-Kombo gegen alle Gegner, fügt Feuer- und Wasserelemente in Attacken hinzu und reduziert Feuer- und Erdelementarschaden um 10% für 2 Runden. Das ist quasi nur 2 Elemente, nicht wie Magena, die alle Elemente macht, dafür aber für 2 Runden. Prozentzahl ist dieselbe. Kann man natürlich mit Magena dann getrost drauf scheißen. SBB ist eine 15er Combo. 540% Damage Modifier. Das BB hatte 300%. Dann macht es ebenfalls Feuer- und Wasserelement. Hat eine 10% Chance, 20% Attack beim Gegner und Defense beim Gegner zu reduzieren.
Und außerdem verringert es ebenfalls Feuer- und Elementarschaden für 2 Runden um 10%. Und das UBB hätte ich jetzt fast vergessen. Eine 20er-Kombo mit 1200% Modifier erhöht Feuer- und Wasser-Elementarschaden um 400% für 3 Runden. Und reduziert sämtlichen Feuer- und Erdschaden für 2 Runden auf 1. Also quasi 99,99% Mitigation für Feuer- und Erdeschaden für 2 Runden. Gute Sache, wenn man denn einen Gegner hat, der diese Elemente hat. Ansonsten eher nicht so hilfreich. Deswegen wird sie eigentlich auch immer als Arena-Unit dargestellt, weil sie ist, hat schon sehr limitierten Einsatz im normalen Kampf. So, Kranz. Da ist das Bild. Das Schwert, das ist so lächerlich groß und das sieht auch dementsprechend aus, wenn er zuschlägt, aber er ist eine gute Einheit. Dann legen wir mal los mit ihm. Hier hätten wir einmal den Leader Skill. 100% Attack, 30% HP, wenn 5 Elemente vorhanden sind. Außerdem 12% Erhöhung von WC und HC Droprate, also HK und KK. Ist, glaube ich, hier aber auch falsch. Ja, BK Droprate, was auch immer BK schon wieder sind. Und ich glaube, sein Name war auch ein bisschen versaut. Heißt hier irgendwie Kranzt anstatt Kranz. Aber naja, was soll's, wird bestimmt irgendwann behoben. Sein BB. Der braucht 20% weniger BC, um sein BB zu aktivieren. Und hat eine 20% Chance, 20% 20% des eingehenden Schadens zu reduzieren. Quasi wie Illimo. Sein BB. Ist hier schon zurechtgerückt? Habe ich noch nicht. Sein BB ist dann eine 12er-Kombo gegen alle Gegner mit einem 280% Modifier. Fügt Licht- und Dunkelelement den Angriffen hinzu, reduziert den Schaden, einkommenden Schaden um 50, also Mitigation, und entfernt alle Statuseffekte. Das SBB ist eine 16er-Kombo mit 480% Modifier. Heilt 3000 bis 3500 plus 22,5% der Recovery von ja, von Kranz eben. Fügt ebenfalls Licht- und Dunkelelement hinzu und ebenfalls Mitigation. Sein UBB ist eine 20er-Kombo mit 1000% Modifier. Erhöht den die Attack und nee, Moment. Verwandelt 100% der Defense in Attack um. Genau. Und reduziert den genommenen Schaden um 75% für leider nur 2 Runden. Aber ja, guter Mitigator. Ich bevorzuge trotzdem Elimo, aber an sich gut. Aber gucken wir mal, was wir davon bekommen. Denn die interessieren mich denn, die beiden hier zumindest, Griff und Kranz, interessieren mich tatsächlich, dass ich dann dafür beschwören möchte. Griff vor allem für Frontier Hunter. Und Kranz für Raid, wenn es denn dann mal kommt. Ach du Scheiße, eine Rhinon. Oh Moment, ich habe glaube ich noch keine Rhinon. Also Rake jetzt allerdings auch ziemlich, nee, nicht Teams. Hat mich nie dran gewöhnt, dass das da als so kleines Ding ist. Obwohl, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Ist auch Quatsch, dazu sagen, werde ich mich nie dran gewöhnen. Haben wir schon eine Rhinon? Nee, neue Einheit. Schön. Ah, ist das ja gar nicht mal so schlecht. Oh, Kranz, geile Sache. Als Brecher, ja, kann da ruhig bleiben. Macht ja nichts.
Das ist dann Summon Nummer 3. Muss jetzt eine 7 Sterne. Elimo. Ja, hat 7 Sterne. Oh, jetzt Anima. Gut, ich habe sie schon jetzt Anima. Aber auch mal nicht schlecht, zwei Mitigators hintereinander zu ziehen. Ah. Da kommt jetzt Mist raus, 100 Pro. Ja, Kaja. Aber hat, immerhin hat er später eine 7 Sterne. Und als Anima. Was? Fünftes Summon, wenn mich nicht alles täuscht. Leider wieder eine rote Tür. Oh. Die hat ebenfalls eine 7 Sterne und die habe ich noch gar nicht und die wollte ich eigentlich schon ewig mal haben. Gute Sache. Aber Griff hätte ich dann eigentlich doch schon gerne noch. Ivanberg. Der geht ja überhaupt nicht. Oh, wir nehmen ja mal das Ticket. Umso weniger Gems wir einsetzen, umso besser ist die Sache. Warum da immer vielen Dank für ihren Einkauf steht. Nee. Aber immerhin 7 Sterne mäßig, aber ja, habe ich halt schon ausgebaut auf 7 Sterne. Uff, okay. Habe ich glaube ich noch nicht. Ist von dem her ganz okay. Dion. Habe ich glaube ich auch noch nicht. Von dem her ganz okay. Wollte ich allerdings auch nicht haben, deswegen habe ich bei Dion extra nicht beschworen. Ah, really? NASA. Ah ja, ein paar haben wir noch liegen. Gucken wir mal noch weiter. Oh, Will. Komplett neu. Gleich in Anima, gute Sache. Oh, Zephia. Oh, gut. Habe ich nämlich noch gar nicht. Und hat vor allen Dingen auch 7 Sterne, also. Nee. Da kommt der Partycrasher wieder rein. Noch eine Beschwörung für ein Ticket. Lol. So ein Scheiß. Was soll ich mit 3 Pickpulls? Aber immerhin zeigt es natürlich ganz gut. Exklusive sind drin. So ist es nicht. Aber die Regenbogentüren, das ist also ratentechnisch schon ziemlich mies. Kuda bekommt immerhin eine 7 Sterne. Haben wir aber schon. Müsste ein Dupe sein. Yeah, das wird kein Griff. Was ein Gem Waste. Übel. Krass. Gut. Sortieren. Erworben. Da. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den noch nicht hatte. Kaja als Anima ist okay. Milimo noch eine zweite. Kann man liegen haben. Wird jetzt aber natürlich nicht direkt ausgebaut. Rinon. Naja, wenigstens einen, aber... Junge, Junge. Bei 2... Nee, 10 Summons, 12 Summons. 16 Summons. Und nur eine Raid-Up-Einheit. Das ist schon heftig mies.
Also zumindest ratentechnisch mit dem Gesamtergebnis bin ich recht zufrieden. Dann behalten wir einfach mal den Pitbull. So, der ist jetzt nicht, der ist nicht mit Sternchen, der ist nicht mit Sternchen, die ist nicht mit Sternchen, genau. Das ist so doof gemacht mit dem kleinen Schloss. Die Tiara. Genau. Kann weg, die Kula hat man noch gar keine. Geht weg, Mermions. Dion, genau, hatte ich noch gar nicht. Gut. Will hatte ich auch noch nicht. Sephia genauso. NASA. Ah, der liegt hier schon in rechter. Und dann kann ich mir auf jeden Fall, da ist noch doppelte Lunaris ist neu. Und Kaja kann der Wächter weg. Genauso wie von ihm hier, da kann der Breaker weg. Pitbull bleibt da. Gut. Das jetzt allerdings eintauschen. Wie ich das jetzt eigentlich geplant hatte, wird sich vielleicht etwas schwer darstellen. Ja. Nichts, was ich noch großartig kaufen könnte und 49.000, aber gut, die werden dann irgendwann auf jeden Fall vor den nächsten Mermions mit eingetauscht. Dann macht's auf jeden Fall erstmal gut und ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg beim Sammeln und ja, sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!